I live in the quiet. Hello, motherfucker.
Notification gang, we lit. Ui. Tag. Wunderschönen guten Hallo. Hukulu. Merhaba. Selam aleikum. Hi. Wie geht's? Mahlzeit! Es geht müde. Ach man, dieses dreckige Herz, alter Bruder, Alter. Ich verfluche es. Ich bin schon müde, wenn ich aufstehe. Weißt du auch nicht. So früh dunkel und alles so. Ja, man, heute endlich wieder Pommes. Boah, das Lied ist kacke als Maul. Hi. Aber kennt man ja nicht anders von mir. Ich bin immer müde. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen und einfach Netflix ballern. Einfach chillen. Ist der Chat schon wieder kaputt? Hallo? Nein, ist nicht kaputt, okay. Hallo, wunderschönen guten Abend. Ich muss das ganze letzte VOD gucken. Was ist denn passiert? Ich hab das schon wieder vergessen, was ist denn als letztes passiert? Hallo Bacardi. Ach, da hat nur ja mit den Pilzen nicht und so, bla bla bla. Ich war gestern auch ganz kurz im RP, gestern Abend. Aber da ist nichts passiert. Jetzt muss ich wieder überlegen, ne? Ist aber nichts passiert. Wir haben auf jeden Fall jetzt sehr heftigen Stress mit dieser BOM-Truppe da. An dem Abend, wo wir das mit den Pilzen geklärt hatten, also beim letzten Stream, ist die Nachtschicht sogar dahin gegangen. Ohne uns. Ja, war nur kurz. War nur kurz. Ist auch nichts passiert gestern. Gab keine Knatterei oder so. Da wurde nur ein, zweimal geredet. Und dann bin ich auch wieder pennen gegangen. Ist nichts Relevantes passiert. Ne, ich bin kein Lügner. Warte, ich muss kurz überlegen, was ist. Gestern, 187 kam gestern, also Logan kam gestern zu uns. Die wollten irgendwelche Infos über das FIB, weil 187 jetzt irgendwie Krieg mit FIB hat oder was weiß ich, Alter. Da waren irgendwelche Mexikaner bei uns, die gefragt haben, ob wir da irgendwelche Leute überfallen haben. Da ist aber auch nichts passiert. Dann kam diese United Gang zu uns. Da hat der Johnny denen gesagt, dass BOM jetzt von der Pilzroute runter ist. Und wir unseren Teil dem wieder übernehmen, denen geben. Weil wir jetzt Stress mit denen haben. Und so wie das aussieht, wie der dauert zu einem richtig heftigen Krieg kommen. Hallo, Motherfucker. Und sonst nix. Ein bisschen haha, hihi, huhu, da, tri, tra, trulala. Sonst geht nix. Ja, aber ist ja nichts passiert. Das ist ja wieder nur irgendwelches Gequatsche, was ich jetzt in einer Minute erzählt habe. Gibt's meine Nachtschicht mit dir? Ja, ich guck mal. Ich guck mal, bestimmt. Ist auf jeden Fall lustig, was die machen. Und die Rocker wollen euch auch jetzt noch, keine Ahnung, Alter. 500 Baustellen. Aber ist mir egal. Sollen alle kommen. Schmoli, stimmt, ich wollte runterscrollen. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Bucky, dankeschön für 100 Bits vor 50 Minuten. Ich hoffe, du bist noch hier. Alpha Centauri, dankeschön für den Prime im 24. Bellabong, dankeschön für den Prime im 6. Bomfer, dankeschön für den Prime im 26. Du alter Meeting Pro. Honeycake, danke für den Prime 18. Die Geister kommen. Da hat Mila auch was rausgefunden. Wenn man dieses englische Sprachpaket auf Windows installiert, kann man sogar mit dem Geist über die Geisterbox reden im Spiel. Die hat irgendwas rausgefunden. Müssen wir mal machen. Ich weiß nur noch nicht wann.
Masahiro weiß nicht, guck jetzt gleich. Dom Turner, danke für den Prime im 3. Hukulu. Matty, danke schön für den Prime im 26. Ja, moin, Little Pips. Hihi. Alpino, danke für den Resub im 27. Wolfpack, danke für den Resub im 27. Wizard, danke schön für den Gifted Sub. Otto von Kessel, danke schön für 100 Bits. Readers, danke schön für den Prime im 7. NXCOX, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Bruder. Aber vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen, Mann. Hallo, Daynet, guten Abend. Meeting Pro. Corporal Mars, danke für den Resub im 3. Vova, danke schön für den Prime im 4. Kingtronics, danke schön für den Resub im 31. Moin Meister. Inet, danke für den Prime im 29. Mauli, danke schön für 10 Gifted Subs, Mann. Vielen lieben Dank. Holzer, danke für den Resub im 3. Hallo Shadow Moses. General Amberg, danke schön für den Resub im 28. Was? Shadow Moses, dankeschön für den Resub im 30. General Ambeck, dankeschön für den Resub im 28. und hallo zurück. Die Titel werden ja immer stärker. Brutus, danke für den Prime im 3. Blue Frog, danke für den Prime im 28. und Nubi, dankeschön für den Resub im 28. Warum? Ich finde den Titel gut. Hallo, Motherfucker. Was habt ihr gegen meinen Stream-Titel? Hallo? So macht man das doch, oder nicht? Jetzt gibt es eine Sache. Der Diak, der Sizzix, hier der Mod im Chat, der ist ja so ein Mythisch-Raider in World of Warcraft Pommes. Und da gibt es einen Boss, der droppt den Mount. Jaina. Keine Ahnung, ob ich das was sagt. Und das Mount hole ich mir heute, indem nämlich vom Diak die Gilde mich da mitnimmt. Und mir das dann gibt, gegen einen kleinen Obolus in-game, also gegen Gold im Spiel. Weil man hat nur noch 3 Wochen Zeit, um das zu 100% zu bekommen. Das Eiselementar, genau. Das ist eine Sache von 10 Minuten, dauert das ungefähr. Das mache ich eben und danach gehen wir in eine Pommes. Cellrun, puh, ich habe keine Zeit, Bruder. Ich würde mir das da selber holen, aber ich habe keinen Bock, Gear zu holen und habe auch keine Zeit dafür. Das geht aber erst um 1:30 los. Um 1:30 kriege ich Invite. Ja, ich stream das eben kurz. Aber da wird nichts großartig passieren, außer dass ich von dem Schiff runterspringe und tot da liege, bis die den Boss getötet haben. Ist mir egal. Ich will das haben. Und ich habe keine Zeit, mir das selbst zu holen. So. Ab heute Waschstraßen-RP. Nee. Ach stimmt, genau, Waschstraße. Ich war heute Mittag kurz im RP. Und die Waschstraße und der Shop wurden auch genehmigt. Ja, doch, ich muss den anhauen, aber danach springe ich wahrscheinlich vom Schiff runter. Aber der Patrick, also der Dirk, ist gleich auch im Teamspeak. Der sagt mir, was ich machen soll. Waschstraße und so wurde genehmigt, aber ist noch nicht drin, ne? Das muss noch gecodet werden. Und Dexus hatte das nicht mal auf dem Schirm, dass da was gecodet werden muss. Aber ich habe hier schon dieses... Wie nennt man das? Wie nennt man die Kacke hier nochmal? Betriebserlaubnis. Einmal kurz 10 Minuten WoW wird gestreamt. Oder Viertelstunde oder 20 Minuten ungefähr so um den Dreh. Ganz kurz, aber passiert nichts Spannendes. Zeig uns doch mal deine Charts. Ich bin auf einem zweiten Account. Da habe ich nur 2 Charts drauf. Ich habe mir extra für den Stream und für Shadowlands einen zweiten Account gemacht. Ja, das Ding dauert nur 20 Minuten. Nee, nicht Gear Leech. Ich hole nur das Mount. Weil ich das selber nicht holen kann, weil ich habe keine Zeit. Hallo? Ey, was geht dir, Bruder? Was geht, Sky? Geile Sau. Elbato, danke für den Resub im 4. Lukas Karte, danke schön für den Resub im 3. Und Nutix, danke für den Prime im 4. Das ist der Jaina-Mount, dieses Wasserelementar. Und wir müssen für die Waschstraße im RP auch noch was klären mit Lucky und so. Aber Lucky war heute Mittag nicht online und Johnny auch nicht. Boah. Hast du gehört, der Blizzard jetzt gegen Multiboxen vorgeht? Ja, richtig so. Ist die Pest, Junge. Also Multiboxen an sich nicht, aber wenn die dann anfangen, diese Gebiete abzufarmen und so, die Kräuter wegzuballern, Alter, dann ist das ekelhaft. So richtige Entscheidung, finde ich. Machen wir andere WoW-Dingen. Ja, machen wir gleich. Was ist das? Was denn? Multiboxen? Alpha Centauri?
Multiboxen ist, wenn du ein Spiel spielst und du hast nicht nur einen Charakter in WoW zum Beispiel, sondern dir folgen noch 19 weitere oder sogar 40 weitere. Und ganz dumm gesagt, du bist in der offenen Welt und dann liegt jetzt da eine Blume auf dem Boden, die kannst du so abfarmen. Dann kriegst du die nicht aber nur einmal, sondern 40 Mal, je nachdem, wie viele du allerdings hast, ne? Mit wie vielen Charakteren du da rumrennst. Wer steht hier vor mir, Alter? Piss dich. Irgendwie. Geh weg! Das ist quasi erlaubt, es zu cheaten. So nennt die Community das. Aber am Samstag Timeless Proto gelootet, hingeflogen und direkt vor mir gefliegt, ja. Den habe ich damals durch einen Exploit geholt im Spiel. Lange ist es her. Wer kennt's nicht, den Schwarm Eulen, der die Kräuter sammelt? Ja, ach, die macht nur alles, Alter. Du spielst mehrere Chars auf mehreren Accounts gleichzeitig. Meine Software, wenn man mit einem Char angreift, greifen meist fünf gleichzeitig an, genau. Report folgt, LG. Da habe ich noch gar nicht gestreamt, Kollege. Bleib mal ruhig. Bis dich der GM schreibt. Das haben die jetzt unterbunden, weil ganz viele sich darüber beschwert haben. Einfach GM sein, ja, wie Kimo, ne? Kimo kommt einfach mit GM-Account, Bruder. Ja, ist doch erlaubt, das Cheaten. Junge, die haben ja alle Ressourcen in der Welt weggefarmt. Nicht nur das, auch bei den ganzen Worldquests, die Mobs oder so, die Insta-Taggen, die. Ist gar keine Chance, da hinterherzukommen. Nee, Kimo ist nicht GM. Kimo arbeitet aber für Blizzard, der macht ja diese Dings da. Diese Podcast-Dinge, ganzen Klamotten da für Classic WoW. Ja, aber der hatte keinen richtigen GM-Account. Der hat nur einen Account, mit dem das Dings da kann. Wer ist das hier? Dies beobachten. Ach man, lass mich so ruhig, ich bin schon wieder verwirrt. Dienstag war ich übelst krank, da dachte ich, jetzt bin ich am Arsch. Du heilige Scheiße, Junge. So eine Boome. Pune-Basti, vielen lieben Dank für den Stufe 3 Resub im dritten. Da kann man mal Keiko Schnaufs wenden. Dankeschön, Bruder. Digga, kein Plan, aber Schienen ist doch schummeln, oder? Ja, 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 klar. Dankeschön, Basti. Vielen lieben Dank, Mann. Und Captain Snooks, danke für den Resub im 16. Darf man eigentlich auf Just Chatting bleiben und ein Spiel spielen? Das darf man doch, ne? Hallo, Motherfucker. Oder? Weil wir chatten ja nur, wir quatschen ja nur. Das Kind mit dem Sven ging auch mal besser, ist so. Ach nö, ich will nicht in die WoW-Section rein, Mann. Hab ich keinen Bock drauf. Will nicht. Bruder, nicht dafür danke, dass du uns immer so gut unterhältst mit deinem Hollywood-EP. Von wegen Hollywood-EP, Bruder. Kommt noch. Das ist noch geh nix. Du bist der Streamer, ich weiß das selber nicht. Hallo, Motherfucker. Clendance, danke für den Restart im 30. mit Prime. Also. Und Schilmer, danke für den Prime im 3. Wortrat TV, danke schön für den Prime ebenfalls im 3. Und Orkan, danke schön für den Prime im 4. Uff, er verleugnet das beste Game der Welt. Ja, ja, ja. Gehört das WoW-RP in Goldshire. Aber richtig nackelig. Hab euch ein bisschen Geburtstagstorte mitgebracht. Hast du heute Geburtstag, Lose, und guten Abend? Und wenn ja, dann Happy Birthday. Hallo, Shorty. Egal, ich switch gleich. Ich switch jetzt, scheiß drauf. Boah, ich hab da gar keinen Bock drauf. Tja. Oder ich hab unendlich viele Spielstunden in WoW, Alter, frag mich nicht, keine Ahnung. Kann ich dir nicht beantworten.
bin nur auf BlackRock. Ja, das ist aber ein neuer Account und ein neuer Charakter. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Ich kann das echt nicht beantworten. Zu viel. Zu viel, viel zu viel. Nein, heute kommt nicht nur WoW. Ganz kurz nur. Ganz, ganz kurz. Und dann gehen wir normales RP in GTA. Hallo, Motherfucker. Kizo, danke schön für den Prime am 3. Hallo, Dieter, guten Abend. Wie er sich schämt, so süß. Mal eintesten oder wie, so wie ich hol kurz einen, ja Bruder, wenn du, wie soll ich denn, ich hol kurz so ein Reittier hier, sowas, guck mal, was ich jetzt aufmache, sowas. Da nimmt der Dirk mich mit seiner Gilde. Hello, motherfucker. Da werde ich straight geboostet. Nee, ist, ich bin nicht unschlüssig, ich werde auf jeden Fall den Mage zocken zu Shadowlands. Nee, ich stehe nicht mehr auf Just, oder? Ich habe eigentlich geswitcht. Mal F5 drücken. Ach, guck mal hier, der Körbsen. Der Körbsen. Ja, der da ist, hab ich ja gemacht. Das Spiel steht auf Dings. WoW, man muss nur restarten. Ich werde auch Mage zocken, Eule macht keinen Bock mehr. Spiele schon seit Kette, aber das aktuelle Phase ist mir sagt einfach. Eule Puck. Damals, als man noch RP auf dem Rad von Dalaran gemacht hat und jeden Sonntag einen Angeltreff gemacht hat, das waren noch gute Zeiten. RP in WoW, lul. Junge, Text-RP. Goldtein RP, ja, ja. Da machen die doch immer die Sexfristis, Junge. Hold und BlackRock, natürlich, ja, natürlich. Da geht's richtig ab, wenn's dunkel wird. Ich bin wohl gefühlt der Einzige, der keine Ahnung von WoW hat. Ich wollte ja mal eigentlich so einen Stream machen, wo ich einfach mal ein bisschen zock und... Also von Anfang an. Für die Leute, die keine Ahnung davon haben. Weil es ist echt ein wirklich simples Spiel. Macht unheimlich viel Bock. Aber hohes Suchtpotenzial. Das schaut aus wie dieses Arc-Spiel. Was für ein Arc-Spiel? Sweetest T-Mog, dankeschön. Genau das, was ihr sucht. Viel Glück allen. Aber das ist auch sexy. Außer die nehmen und jetzt. Mampis, Knabberlis, Glücksbringer und Beute. Hallo, Motherfucker. Hütet euch vor Yetis. Bis Level 20 ist free to play, glaube ich. Ja, genau. Oh, doch, das macht süchtig as fuck. Nur für mein Verständnis, ist das so wie eine Money Lobby in GTA? Hallo, Motherfucker. Was? Bruder, was? Das verstehe ich nicht. Deshalb danke schön für den Prime im 14. Danke für die geilen Streams. Immer beste Ablenkung. Unfassbar, wie oft du einen zum Lachen bringst. Immer, Bruder. Und Dankeschön. Und Primetime, danke schön für den Prime im 17. Und Numbers, danke schön für den Prime 2. Danke für die geilen Streams. Kuss geht raus. Ich küsse dich. Nur du wirst geh nix. Wir spielen nur ganz kurz. Und dann gehen wir Pommes. Neues Rage MP Update? Ja, ja. Ganz kurz, WoW nur. Chris Markey, dankeschön für den Resub im 2. Und Psychiatrix, dankeschön für den Resub ebenfalls im 2.
Das ist Rage MP Update. Warum wundert ihr euch? Würdest du sagen, dass dein süchtig macht, wenn man Anfänger ist? Kommt halt auf dich als Mensch an, ne? Kommt halt echt auf dich an. Aber kann schön gut reinkicken, das Spiel. Hallo, Frieda. Aber kann echt gut reinkicken. Nee, Rentner, ich geh nicht raiden. Ich hab so lange nicht aktiv gespielt. Guck, ich hab 83er Gearscore. Ich hab nur den Char hochgelevelt. Für Shadowlands, weil ich das unbedingt mal antesten will. Genau, Mutsche. Ich hab nicht mal das Game auf Englisch, Mann. Vor kurzem mit CSGO angefangen, das macht es wichtig. Muss man eine Gruppe haben oder kommt man auch gut alleine klar? Leveln und den ganzen Quatsch und Transmog. Also, ja, wie soll ich dir jetzt Transmog erklären, Alter? Du kommst gut alleine klar, beim Leveln und sowas. Aber für den Endcontent brauchst du auf jeden Fall eine Gruppe. Aber es gibt so Tools, mit denen... Bis du das verstanden hast, bist du eh schon drin, Bruder. Oh, Terrys, komm, Duell. Ich hab dich gestern schon weggeklatscht. Ja, genau, die Ausrüstung vom Style her umändern. Wie lange dauert es derzeit, den Char auf Max zu zocken? Ich würde so sagen 12 Stunden ungefähr. Komm, kauft, stöbert! Riecht! Hallo, Motherfucker! Das sind Transmog-Sachen. Guck, ich könnte jetzt so umändern. Der Rekord liegt bei 3,5 Stunden. Ich habe letztes Mal irgendwas von 4 gelesen oder so. Ja, 5 Stunden. Was, wie bitte? Was, geil? Das war mal glatt, Bruder. Na klar. Ich bin so süchtig nach dem Spiel gewesen. Ich habe fast alle T3-Sets. Habe ich mir neben dem RP mal gekauft aus dem Black Market. Mutsch, ich werde auf jeden Fall Mage zocken. Was denn, Sky? Hä? Ich hab nicht viel Gold. 100.000, 103.000. Weißt du noch, was für ein Game du auf dem PC als erst gezockt hast? Counter-Strike 1.6 und danach Lineage 2. Das geht ja. RP hat ihm T3 im WoW finanziert. Ist auch so. Doch, doch, wir gehen... Oh Mann, jetzt muss ich mich immer tausendmal wiederholen. Bruder, wir gehen ganz kurz hier in eine WoW-Pommes, Alter, und dann gehen wir GTA. Das dauert 10 Minuten gleich. Okay? Okay. Warum ist die Mucke aus? Nee, Sky, Path of Exile. Ich habe mir da mal so Videos angeguckt auf YouTube und so, aber das ist nicht mein Ding. Ich warte auf das neue Diablo. 50 habe ich verpasst, war es nicht mal bei 100, so, war bei 120, Bruder, aber wir sind gerade beim Pre-Patch vom neuen Addon. Das wird jetzt wieder alles runterskaliert auf 50 und Max Level wird im Addon dann 60 sein.
Wieso so viel Gold, Mounts und Gear, aber so geringes Level? Ich bin momentan Max Level mit dem Charakter. Geht nur bis 50. Ja klar, zocken wir zusammen Skype, was ist das für eine Frage, Junge? Ich war wirklich süchtig. So viele Mounts habe ich auch nicht. Nee, ich habe mehrere Runs für Allahs Asche gebraucht. Aber den habe ich zu der Zeit geholt, wo man den noch nicht solo machen konnte. Ich glaube, mit 10 Leuten waren wir da drin und ich habe den mit einer 99 erwürfelt. Das Game erinnert mich ein bisschen an Metin 2. Ich hab dem Bomber vorhin zugeguckt bei Metin 2. Das hat ja immer gar nichts damit zu tun. Ja, das hier echt lag. Boah, Milo, hör auf. Ich bin schon wieder süchtig, ne? Wir waren die letzten zwei Tage immer, wenn ich am Rechner war, beim Dexus im Stream und der hat so ein Bankheist-Mod-Ding. Wir haben da übelst reingegambelt. Ich war auch immer überlegen, ob ich da hier reinmache. Aber ihr würdet den Chat nur voll spammen, Alter. Wir haben bei dem schon richtig übertrieben, man. Er wurde nur noch wegen diesem Dings gespammt. Nur noch wegen dieser Gamble-Kacke. Okay, Master. Sorry. Genau, Lucky. Und gebettelt habe ich. Weil ich immer all-in gegangen bin mit 175 Millionen Coins. Ich habe immer alles verloren. What's cracking? Amok, danke schön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Mechatronika, danke für den Restart beim. Oh. Zack. Oh. Sorry. Mechatronika, danke für den Restart im 41. Batman, danke für den Prime im 8. Einer von euch. Pineapple Fanta, danke für den Restart im 20. Und Justin, danke für den Stufe 2 Restart im 10. Hab gut in die Kekusch GmbH investiert. Hast du auch, Mila, dankeschön. Wir haben trotzdem alles verloren. Ja, nicht von allen. Dexus hat mir seine gegeben. Bruder, weißt du, wie lange ich für den hier gebraucht habe? Und ich habe immer solche Stories gehört, ne? Das dauert so lange und so ein Kack. Ja, ich weiß nicht mehr, zu welchem Patch oder zu welchem Addon das kam. Da wurde Crossream gerade aktiviert. Und da gab es so einen kleinen Fehler im Spiel. Wenn man über die Firewall die Crossream-IP einfach geblockt hat, warst du komplett allein auf dem Server. Und dann bin ich da rumgeflogen und dann ist der mir entgegengeflogen. Aber ich benutze das Mount nie. Hallo Zit. Haben viele gemacht, ja klar haben das viele gemacht. Ich finde das mega hässlich. Ich sitze hier, guck das hier, was ich null raffe und esse nebenbei Sonnenblumenkörner. Benutze keine Addons, ich habe nichts eingestellt, Squeezy, gar nichts. Ich habe nur einfach immer 50 gelevelt für Shadowlands. Ah, der ist nicht neu, sonst würde ich dem Gold geben. Der Sinn des Spiels ist das, was der Typ da gerade macht. Der hat hier gerade eine Aufgabe angenommen. Das hier zum Beispiel. Das ist eine Quest, die der erledigen muss. Kannst du auch auf der Map dann gucken. Dann musst du da hin. Geh mal da hin. Machst du Pet Battles? Nein, Mann. Guck, der tötet gerade Skorpione. Und dann levelst du damit deinen Charakter hoch. Der wird dann stärker. Ich müsste jetzt hier hin und den Typen töten. Den Skorpion. Dann lootest du seine Kralle.
Dann siehst du hier oben rechts das Fragezeichen. Dann geht man da zurück hin. Dann gibst du die Kralle ab und kriegst dafür Silber. Und XP eigentlich. Und eine neue Quest. Looten, laufen, kämpfen, töten. Nein. Quest annehmen, laufen, töten, looten, abgeben. Aber gibt ganz viele unterschiedliche Quests, ne? Nicht nur so, also geh da hin und töte das. Und in den Quests sind noch ganz viel Story und so. Guck mal, hier kriegt man jetzt Ausrüstung. Für mein Level aber total sinnlos. Ich bin hier im Anfangsgebiet der Orks und der Trolle. Hier wird man jetzt so Handgelenke kriegen und einen Beutel. Zieht in Ehren. Lurch, du bist als Zap nicht mehr werbefrei. Nur noch mit diesem Nitro-Turbo-Gedöns da. Was geht ab, Juri? Mr. TD, Dankeschön für den Resub im 21. und Law, Dankeschön für den Resub im 37. und Eckapon, danke für den Prime 22. Direkt an Sub. Das hat ja nichts mit dem Sub bei mir zu tun. Das ist allgemein auf Twitch so. Du musst dir dieses Nitro oder Turbo oder wie das Gedöns heißt holen. Ich weiß, egal, okay, sorry. Ey, Bubba, der Schrubber, was geht? Kennt er das Baron Mount? Squeezy, keine Ahnung, ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ich weiß, da doch ganz viele von euch WoW spielen und so, aber ich glaube, das wird niemals zu einem Hauptcontent werden. Dafür ist GTA RP einfach zu lustig und viel zu gut. Benutze ich Eislands immer bei Proc oder erst ab 5 Splitter voll machen? Nur bei Proc. Und auch nur, wenn du den Hagelproc vorher hast. Damit du shattern kannst. Twitch Nitro, man kennt ihn. Ja, wie heißt das denn? Zockst aktiv zum Addon, ich guck's mir an, Bubba. Und du? Und jetzt sag du mir nicht wieder, du zockst, Alter. Du zockst eh nicht. Bin gerade Lich King Mount am Farm, Hilfe. Viel Glück. Ich verstehe nur Bahnhof. Baron Mount nach 185 Runs noch in Classic beim Dodo gedurbt. Turbo, ja, dann eben Turbo, Alter. Nitro, Turbo, alles der gleiche Scheiß. Das ist halt zu viel für mich. Ich spiele FIFA mit Kollegen im Café und selbst da bin ich lost. Ja, das ist auch so ein Spiel, das spielt man für sich so, ne? Man lernt dann alles selbst im Spiel kennen und checkt dann alles. Wenn einer zu dir kommt und sagt, ich erkläre dir jetzt mal WoW, das geht nicht. Was ist mit Kompressor? Warte mal, ich habe jetzt erst den Titel gelesen. Warum mein Streamtitel ist doch gut? Ja, Basti ist doch langweilig geworden. Aber geht schon. Ich habe auch mal WoW gespielt, weil mich Freunde überzeugt haben, aber dann am Ende alleine gespielt und da hat mich zu sehr befordert. Ja, das ist halt die Kacke, wenn Leute dich da reinholen und dann selber wieder aufhören zu spielen. Das habe ich übrigens auch mit Mila gemacht, in der Zeit, wo ich nicht gestreamt habe. Da habe ich bisher mit Mila gezockt und hatte keinen Bock mehr auf das Spiel und habe sie quasi allein gelassen, aber die hat von alleine auf Dings, von alleine auf Max Level gelevelt. Ich spiele nur Mage momentan, aber ich habe alle Klassen auf fast Max-Level. Wann ist denn der Raid? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich schon seit 8 Minuten. Ich würde mich nicht gerne. Ach so. Wizard, das ist BlackRock. Wer spielt denn Frostmage? Hallo? Mal gucken, was zu Dings gut wird. Aber Frost ist ja ziemlich weit oben momentan. Aber kann sich alles ändern. Hast du mal Mädchen gezockt? Nein. Noch nie. Ich habe aber den Bomber vorhin dabei zugeguckt, wie der auf irgendwelche Eier draufgekloppt hat und irgendwelche Dinge zu fahren.
auf BlackRock. Schade, dass Ferris wieder so low ist in Damage. Muss man wieder Boomkim spielen, Shadowlands. Fand ich auch schade, sonst hätte ich auch einen Ferris gezockt, glaube ich. Aber für WoW fragen einfach an die Frost-Event. Die ist da Profi. Würde sie wegknechten auf BlackRock, der Herr. Sie können ja mal rankommen. Warten Sie, dann kommen Sie mal. Da wird schön das Gear ausgezogen, dass wir auf dem gleichen GS sind, ne? Für die Horde. Okay, dann haben die Pharaoh wieder geändert. Das letzte, was ich mitbekommen habe, ist nicht so gut. Ne, ich bin nicht in der WoW-Sucht gefangen. Ich hole nur kurz einen Mount. Dass wir zusammen maxen, hab einen Monat frei. Ja, komm, Teamspeak, Bruder. Bei uns zocken dann auch viele zu Release. Welches Mount hat von Jaina, das Wasserelementar? Arena Curtis, die K-Bands haben nicht verraten, warum, ich klick doch alles. Wo sind denn alle meine WoW-Freunde? Evo, Frosty, der Harry, der Jack, der Memo DH, Junge. Der Patrick, Vegeto. Junge, Memo DH, der ist Instanz, Alter. Der rasiert richtig. Das ist die Frosty. Ja, schreib einfach. Endsort Mount kommt auch noch vom Release. Ne, das hole ich nicht, ich finde das hässlich. Ne, Carlos ist nicht dabei. Der ist nur im Battle.net online. Der ist wieder Küche aufbauen. Was zahlst du für das Mount? 300k. Ich lass mich boosten. Wie die letzten 5 Monate, das sind ungefähr, ja, ich zahle halt nicht in Echtgeld, ne? Nur in Ingame-Währung. Das sind aber umgerechnet, weil man kann sich ja WoW-Gold kaufen durch die Marke, ungefähr 30 Euro oder so. Richtige Bushido-Vibes hier, sag denen 100k oder es gibt ein Brett. Bruder, da zieht mein Parfüm nicht, die kennen keine RPler. Wer ist das denn? Nicht mal mythisch, Klee, Alter. Ach, das ist der Jack? Der hat aber keinen. Hat der echt das Thunder Fury? Hat er. Will er mich hier flexen, Junge? Und Beute. Und nun lebt wohl. So, wo bleibt der Dirk? Ja, Juri, wir brauchen einen Kinderwagen. Ja, Tag, Tag. Tag. Können wir schon rein, oder was? Meistens sind schon reingegangen, ja. Also kann schon reingehen. Also ich hätte die an und springe einfach vom Boot runter, ne? Genau. Und bitte lieber zweimal drauf als einmal zu wenig. Ja, ich pumpe da ein bisschen rein. Für 2 Sekunden. Ja, ja. Kann sich quasi und rein, da kein Plan, was passiert, aber egal. Pass auf, das hier ist ein Boss, die Olle da vorne. Das ist so der Endboss. Von dem Kack-Raid hier. So ein kompletter Raid, das sind alles Bosse hier von.
Und die Olle ist, das ist der Endboss. Und die droppt hier einen Mount. Das Ding jetzt. Zeige ich euch gleich. Kriege ich ja gleich. So ein Reittier. Das ist deine Gilde? Ja. Sind die nett? Ich denke ja. Das kostet nur noch 300k Ja, ja, klar. Ist nicht mehr teuer. Einfach beim Patrick, man. Seine Gilde boostet hier. Die zieht hier durch für das Mount. Noch 3 Wochen kann man sich das holen. Danach hat er eine Drop-Chance von 1%. Da gewinnst du eher im Lotto, bevor du das bekommst. Boss mit dicker Geschichte in der Welt of Warcraft. Das stimmt. 300k ist auch billig. Was hat das vorher gekostet, Patrick? 2 Millionen oder so? Am Anfang ging das auf teilweise auf 2 Millionen hoch, ja. Aber man muss dazu sagen, dass es auch bis vor ein paar Wochen noch nur einmal pro Raid gedroppt ist. Da, du hast schon einen zweiten Käufer, der Mo will sich das auch holen. Ist das nur das Spiel, wo man 4 Steine in einer Reihe haben muss? Was? Kann man das sich nicht so kaufen? Nein, du musst den Boss besiegen dafür. Nehmen die auch Gold auf Ehre da? Weiß ich nicht. Nehmen die Gold auf einem anderen Server auch? Nee, oder nur auf Blackrock? Nur auf Blackrock. Die allerersten Mounts haben 5 bis 10 Millionen Gold gekostet. Das ist aber immer so am Ende von einem Addon und so, dass die Mounts richtig billig werden. Ja, vor allen Dingen halt auch, ich weiß jetzt nicht, ob es in Shadowlands auch so sein wird, aber da wird es ja auch wieder Mythic Raid Boss Mounts geben und ob sie die dann auch sofort doppelt droppen lassen. Das wird natürlich den Preis ein bisschen drücken, ne? Ensort Mount ist immer noch bei der Mio, würde ich mir aber nicht holen, ist mega ugly. Ja, das ist knapp 1,5 glaube ich teilweise. Das wird jetzt eher noch teurer, weil die Chancen halt immer geringer werden, ne? Das sieht für mich aus wie ein Handygame, schreibt einer. Was zum Fick ist ein Mount? Ein Reittier, Mann. So was hier. Kann ich nicht aufmounten hier. Kann man hier rechts direkt runterspringen oder vorne? Ja, du kannst hier links und rechts sofort vom Rand runterspringen. Kannst dich rein theoretisch schon an den Rand stellen, dass du in Pass Range bist. Haust ein bisschen drauf und springst runter. Ja, Bruder, ich kann nicht mitkämpfen. Das Ding ist, wenn ich hier Faxe mache und der ganze Raid wiped, Alter, dann hauen die mir auf die Schnauze. Deshalb soll ich runterspringen, bevor ich irgendwas verkacke. So, ich habe auch keine Weak auch und ich habe gar nichts. Und ich kenne den Boss auch gar nicht. Deshalb muss ich runterspringen. Ich darf da leider nicht dran teilnehmen. Ich so, bei beiden nichts. Aber nicht egal, so Hauptsache könnte ich stimmen. Hä? Der Boss ist halt auch bei Vibe nicht mehr so interessant, wie es früher mal war. Also, dass wir jetzt hart auf Serena TV Streaming Setup. Hat. Ist das ein Streamer? Wer? Dieser Serenia oder wie der heißt? Ja. WoW-Streamer? Ja. Ist, glaube ich, gerade online. Der ist aber arrogant. Ich habe geschrieben, ja. Follow für Follow. Vielleicht hat der tausende Zuschauer, wer weiß. Dankeschön, Frosty, da muss ich mich nicht immer wiederholen. Falls ihr das vorhin überlesen habt, am 5. bis zum 9. November ist World of Warcraft komplett free to play. Also auch ohne Levelbegrenzung. Bis Max Level? Ja. Von heute an bis zum 9. Oha, Hashtag ja. Werbung, Alter. Falls ihr Bock habt, euch das weiter anzugucken, ohne Levelbegrenzung, ohne alles. Ja, kann man sich für die Leute, die WoW noch nie gespielt haben, das kann man sich echt mal angucken. Auch wenn die Levelbegrenzung drin ist bis 20, glaub mir. Könntest du eine Community-Gilde und Rainsamp machen? Eine Idee. Wir haben so eine Art Community-Gilde, aber Bruder, ist halt nicht Hauptcontent, ne? Ich weiß nicht. Der hat nur 57k Follower, ist aber offline. Jack guckt direkt nach, Alter. Kennst du Mount & Blade Bannerlord? Nee. Kenn ich nicht. Höchstes Rating Arena 2500 ungefähr. 2450 oder so.
Ich habe in Legion das letzte Mal gezockt, wegen der Waffenverzauberung. Immer schön vorm RP. Hat keiner mitgekriegt. Hallo, liebe Käufer, bitte start das Fight Jenner einmal anhauen und dann direkt runterspringen. Okay. Ich bin ein Käufer, ich werde geboostet. Geil. Und der fragt ins Wasser springen. Ja, wohin sonst, Junge? Umso hat Schwimmflügel dabei, ne? Ich werde ausgelacht, weil ich mitgenommen werde hier. Für den Mount. Der Iggy, der professionelle WoW-Spieler. Ab über die Planke mit dir. Ja, ich bin nervös. Ja. Du schaffst das. Oh, rein. Cool, tyrannische Flagge. Backbord. Euch friere ich an Ort und Stelle fest. Wird auf gar nichts gewartet. Ich bin jetzt down und die töten den Boss. Und ich krieg gleich den Mount. Mit dem Typ, der hier noch liegt. Der Arena-Meister Strikes. Ladungen angebracht. Bruder, ich hab keine Addons drauf. Ich hab noch nie DPS-Meter drauf gehabt, Alter. Da liegst du, Lutscher. Willst Shadowlands durchziehen? Ich glaub nicht. Ich werde auf jeden Fall Max-Level zocken. Mir das angucken. Je nachdem, wie das ist, ne? Wenn das fett ist, werde ich das integrieren. Ist mir egal, wer da keinen Bock drauf hat. Die Kälte macht euch hoffentlich nichts aus. Bomben angebracht! Aber wenn du das mal vergleichst mit Classic WoW, man die ganze Mechanik guckt, der hat man. Oh, bist du konzentriert, Patrick? Du musst hier Progress machen. Ja, ja. Er sagt kein Wort mehr, Junge. Er ist voll konzentriert. Er ist schon tot. Wir müssen den Johnny mitnehmen, Junge. Oh, der Erste, der klaut. Eieiei. Ich weiß gar nicht, was du jetzt genau sehen kannst, aber... Ich kann gar nichts mehr sehen. Naja, das ist jetzt halt... Nur den Schifffight. Ich habe euch in die offene See gelockt, weil ich wusste, dass es hier kein... Hat jetzt hier kein Watt, die hat gar nicht zu Ende geredet. Ich kann nicht mehr mit die Tage zeigen. Offshore geht's weiter. Ja, man kann hier halt sehr, sehr wenig sehen. Ruhe, du musst dich konzentrieren. Du brauchst 90er Lux. Das habe ich fast vergessen. Das ist der Imba-Puff in Shadowlands. Und der Imba lacht sich gerade im Chat kaputt über dich. Aber hier rechts kann man das mal sehen. Die kriegt gerade ein Brettchen. Ah, ihr müsst ja die Mauer und so zu kaputt machen da, ne? Nee, das ist so eine Cheese-Thread. Ist ja jetzt der Phasenwechsel gewesen, ne? Normalerweise müsstest du jetzt hier 4 so Mannequins killen und würdest sie dann quasi interrupten. Und diesen Interrupt machst du aber nicht mehr. Du bleibst einfach stehen an ihr, holst alle Leute, die im Eisblock stecken, wieder raus, weil wir viel zu viel Damage haben und uns erlauben können. Und dann gehst du hin und interruptet sie halt einfach nicht. Und sie bleibt währenddessen stehen und kann sie einfach töten. Okay. Ansonsten, ja, ich hab mir den World First Racer dazu angeguckt, zu dem Boss. Ja, das hat klar. Sich ja... Wer hat das geholt? Method war das, glaube ich, noch. Achso. Ja, doch, Method war das. Bishti? Was? Tudi? Was? Hätte ich genauso gemacht, wie er es sagt. Ja. Bisschen Cola-Brandwein für den Imba. Ja, Jack, was sagst du? Machen wir der WoW-Community-Pommes auf. Ja, easy. Machen wir VOG ein bisschen RP und so. Bist du tot? Ja. Machst du plus 15er Boost und so. Müssen dir folgen und dann boostest du die plus 15. So, mach das doch, ein WoW-Streamer. Also WoW kann man nur streamen, wenn der Johnny dabei ist. Junge, wir haben jetzt mal totgelacht, Alter. Der hat in der Instanz alles kommentiert. Sprung. %50 sieht man an der rechten Seite ganz oben. Saftschubs auf Blackrock Horde. Sind WoW-Streamer nicht eigentlich damit beschäftigt, nur Fragen aus Donations vorzulesen?
WoW-Streamer bekommen Donations? Ich kann nicht kommentieren. Ich bin schlecht da drin. Aber der Johnny hat in der Indie letztens alles kommentiert. Wessen Mob der gekickt hat, wo der was macht, wen der wen stunt und so. Und das hat alles gar keinen Sinn ergeben. Also wie so Fußballkommentator? Mhm. Ja, war richtig. Aber richtig krass. Kick, Nierenhieb. Da war man mit Kimo unterwegs, da haben wir ein bisschen gelevelt. Ach so. Und Kimo war total überfordert mit uns, Alter. Der war sowas von überfordert, Junge. Ja, das kann man verstehen. Wir waren in einem Dungeon, wo diese Brücke ist zum Endboss und du dann ins Wasser fallen kannst wegen den Tentakel, ne? Und irgendwer ist runtergesprungen und Johnny einfach hinterhergesprungen. Johnny ist so hinterhergesprungen als Bademeister, Junge. Irgendeiner ist von der Plattform runtergeflogen und Johnny ist einfach hinterhergesprungen, um den zu retten, Junge. Oh, Boss, 20% noch. Ja, ich glaube, die verschwindet bei 5% oder so. Bordet die sich eher weg. Man tötet sie ja nicht. Krieg ich gleich eine Retz hier auf dem Boot oder muss ich reinlaufen? Du kannst einfach aufstehen. Okay. Permafrozen bin hier, so eine Scheiße. Sie Cloak. Und du Noob. Imber Poff. Und ihr müsst euch vorstellen, Chat, der Imber, der hier im Chat unterwegs ist, Imber Likes. Oh. Aber den Erfolg hatte hatte ich nicht. So darf es nicht enden. Boah, das war ja voll easy, Alter. Was für ein Game. Ja, die haben den, glaube ich, schwerer gemacht, ne? Soll ich Geist freilassen? Patrick? Ja. Bist du sicher? Ja. Ja, ja. Kann ich da hinlaufen? Ja. Bist du auf dem Schiff, ne? Kannst einfach hier runterspringen. Aber kannst hier die dicke Kiste looten. Bluten lassen. Mann, das war ja voll easy, Alter. Vielleicht kriegst du das Mount ja auch sogar selber. Ja, kriegt er, weil wir alles haben. Das kriegen nur die Leute, die es noch nicht haben. Ich dachte, du kannst doppelt bekommen und dann abgeben. Oh, 60 Gold meins. Zack, zack. Du hast den Run ja wieder drin. Ja. Dankeschön. Ja, gerne. Hör mal, das war ja schwer. Jetzt können sie alle wieder die Permissions. Ja, kommen sie vor, Grimma, wir gehen das lernen. Sag jemand, man kann es nur looten, wenn man es noch nicht gelernt hat, dann könnte man es zweimal kriegen. Also. Ja, aber es ist dann halt trotzdem fullbound. Du bist wieder falsche Phase. Ja, müsstest du ihn einladen dann. Ach, du hast Warmode aus, ne? Ich habe an. Nee, hat an. Er war ein bisschen. Hab ich Warmode aus oder was? Ja, ich zeig euch das Ding sofort. Moment. Wir machen hier so Celebration und so. Weil das so hart war. Ich habe monatelang drauf gewartet. Mann. Jeden Tag 6 Stunden dafür geschwitzt. Achso, ihr seid in der Gruppe, warte. Wolltest du auch in der Gruppe dran? Sag mal. Den Rat habe ich auch easy. Dann musst du mal in dem Party singen. Da ist er doch. Du musst in dem Party singen. Was ist der Frost? Warum? Ihr seid doch hier. Ja, nee. Gut. Rapp doch, 5-0. Das ist zu weit entfernt. Ach, immer kommt auch. Ja, der ist besoffen, das dauert ein bisschen. Da ist er schon. Da ist er doch. Da ist er schon. Kommt der Frosty auch noch, oder was? Ja, die stand eben auch hier. Da ist er doch. So, dann lernen wir das Ding mal. Jawohl. Geil. Ist aber schön, ne? Passt auf jeden Fall zum Mage. Ist halt auch... Die Grafiktekturen sind halt ultra geil, ne? Wenn du mal näher dran gehst. Ja, ja. Ich glaube, wenn du Slash Mount Special angibst, dann macht er auch noch diesen Effekt. Ja, stimmt. Oha.
Halbe LOL-Game hier. Ja. Also ich habe mir das auf jeden Fall verdient, das Mount. Das muss man sagen. Aber was machst du da eigentlich? Oh oh, da kommt die Haley. Ich glaube, die Haley will kämpfen. Komm her. Dann sagen sie halt, für WoW-Verhältnisse ist die Textur gut. Ja. Hallo? Also ich finde der schon ziemlich gut. Kann der fliegen? Der kann fliegen, ja. Wenn du das mal mit dem Ding hier vergleichst oder so, das ist schon ein Unterschied. Ach, ja, also die ganz alten, die haben halt richtig ekelhaft Texturen. Lass mal gucken hier. Guck mal, das Ding hier. Und halt. Guck dir mal das Ding an, Alter. Das Mount ist halt legit über 15 Jahre alt schon von den Texturen her. Wer ist denn der Corvi? Ihr müffelt allesamt. Ich brauche ein Ziel. Hier, Imbajax, das ist einer von deiner Sippschaft. Frosty hat den Longboy. Das Ding kostet 5 Millionen Gold. Das sind ungefähr wie viel Euro? Boah. Knapp 200.000 sind 20 Euro. Das sind also... Ich glaube 400.000. Die sind reich. Also knapp, ja, 500 Euro, ne? Wenn ich jetzt von Legion of Shadowlands upgrade, ist BFA inbegriffen, BFA ist schon längst drin. Du musst BFA gar nicht mehr kaufen, nur noch Shadowlands. Wenn du jetzt BFA spielen willst, also jetzt ist es sowieso umsonst ein paar Tage, aber dann müsstest du nur eine Subscription haben, also ein Abo für, keine Ahnung, 13 Euro. Dann kannst du alles da spielen, was wir jetzt auch spielen hier. Wir machen gar nichts, wir stehen einfach im Kreis wie im RP. 6 Wochen gefahren. Was hast du eigentlich für einen hässlichen Charakter, Jack? Wie? Mach mal weg, das ganze Transmog-Gedünst noch ein Fugger. Ja, und das Piratenkostüm auch. Auch noch. Wie teuer das ist. Ah, der Jack ist eine Blutelfe. Sogar bauchfrei, wie Mila immer. So ein Ding ist das also, Jack. Ja. Mila Cosplay. Fantasy-RP, geil. So, wollen wir jetzt nach Goldshire? Was gehen wir? Da sind Alice im Rechts. Da, die kämpfen da hinten, ne? Lass mal da hingehen, Junge. Oha. Oha. Das ist die Sippschaft von der Blackmoor. Guck dir das an, was ist denn hier los? Nee, das ist ein Raptor. Er versucht abzuhauen. Haben wir hier keine Demon-Hunter, der mal so ein bisschen hier... Hier ist er. Aber Imba hat den rausgefunden. Aus dem Nettomat. Warte mal. Ich bin nicht nah genug dran. Ich hab die Rakete nicht, ich kenn keinen Honor. Der ist hier unten, der ist hier unten. Ich hab eine. Er schießt ihn ab. Gefreezed, ist gefreezed. Er kommt. Jupp. Oh. Jetzt fällt er. Zack. Ist tot. Weg mit dem. mit dem Gleiter kommt er. Da ist er. Frech. Da liegst du, Lutscher. Stöckchen heißt er. Imagine, du erstellst ihn einen Fantasy-Charakter, nach der von den Stöckchen, Alter. Stöckchen, Junge. Gesäppt. Wer ist gesäppt? Ich, jetzt haben sie mich runtergeworfen. Patrick braucht Hilfe. Security Squad kommt. Wir sind oben. Sind sie euch? Ja, ich hab ja. Weiß ihn runter, den Fleck. Der kommt. Ich bin runter. Ja, jetzt. Ja, falsch Schaden. Warum? Der hat Druiden, Junge, was willst du machen? Aber der ist doch Infight. Ja, der geht doch im Dings. Ach, Nachtelf. Steven Hunter gehört, ja. Ja, der ist Shadow Mail und dann geht der Fluggestalt. Gut. Hol den raus. Ja! Oh, Frosty, das war knapp, Alter. Ist Frosty gefallen? Ja, ja. Jetzt.
glaube, die wollten keinen Ärger mit uns. Aber die haben schon irgendjemand Ärger gemacht, oder nicht? Die haben doch, irgendjemand haben die doch gekillt, oder nicht? Was ist denn AC Valhalla, Bruder? Sag Brooklyn. Hallo Brooklyn, ist doch voll der coole Name. Besser als Stückchen, Alter. Oder Imba-Likes. Der Evo. Ich kann mir das nicht anschauen, da kriege ich nur wieder Bock auf WoW. Ja, ja. Warum holt den... Ah, den holt einer, runter. Der Rogue ist draußen. Oben. Ja, aber der geht im Vanish. Nee, der geht nicht im Vanish. Der fliegt jetzt runter. Jetzt ist er im Vanish. Da ist er. Ah, ja, der hat aber noch Cloak bestimmt. Oder auch nicht. Hau rein. Mit 500 Leuten, Junge. So gehst du mit deinen Viewern um. Da kriegst du ein Brett, du Lutscher. Hab so ein Gefühl von, die sind alle United. Armer Rogue. Ich fress deinen Arsch, Alter. Machen wir sowas jetzt? Machen wir jetzt Kannibalismus? Ich bin undead, Alter. Nehmen uns alles, was er geben kann. Typisch Blackrock, hat sich nichts geändert. Der hat den Sommer einer retzen, den Arm. Alles asozial. Hallo, die kommen mir vor OG, um Lois zu ganken oder so. Hier oben ist einer. Der tötet Imba, aber Imba krölt dann. Hat er gefallen? Naja, der wollte Schattenmimik wieder im Flug gestellt, aber hat er nicht mehr geschafft. Hat er sich wahrscheinlich verklickt mit seiner Maus. So, ich geh jetzt in eine GTA-Pommes. Oh, der hat hier 3 an, Alter. Das sieht sexy aus. Das hab ich auch. Das Kriegerset. Der ist echt hübsch. Variety 3 ist echt hübsch, ne Patrick? Ja. Leider gibt es dafür keinen Preis momentan. Und sogar noch Hand von Nadal, TBC. Die Leute checken hier gar nichts im Chat, ne? Ja, wir könnten denen jetzt nochmal Goldscheier zeigen. Nein. Da wo die richtige Das verboten Pommes uns. Wir gehen nicht nach Goldscheier, Junge, da muss die Hose ausziehen. Genau das, was ihr sucht. Ja, mein Abo in Goldscheier ist auch gerade ausgelaufen. Wie eine Fremdsprache hier, ich bin so lost gerade. Soll ich es dann noch im Black Market holen, das T3? Kannst du noch, ja. Aber kannst du mit pro Teil rechnen auf den europäischen, also deutschen Servern so? Und auch auf den englischen Servern kannst du so pro Teil mit 1 Million Gold rechnen. Locker. Wenn nicht sogar noch mehr. Aber da gibt's so eine Ingame-Mafia, da kannst du dir das besorgen. Ich kann euch da, wenn ihr mich im Discord anschreibt, sage ich euch, auf welchen Servern ihr das kaufen könnt. Für billig. Gold. Was ja auch schwieriger ist heutzutage. Ja, stimmt, das geht aber auch. Ja, stimmt. Warum macht er denn jetzt so einen Stress da hinten, der Fregge? Warum fliegt denn der mit Katzengestalt hoch? Er hat irgend so einen Spielzeug benutzt. Ja, ja. Man kann auf russischen Servern, kriegt man das relativ günstig im BMH. Also in dem Auktionshof. Ach, an dem Ding kann man angeln, ne? Jo. Ach, was ist das denn, Junge? Ja, das ist, aber wo hast du das nochmal her? Kommen da für Fische raus? So Billigzeug, also nichts Krankes. Oha. Da musst du, ach, Kupferfische. Hast du den ersten Fisch gefangen? Naja, ist ja wegen neuer Account. Hallo, Engel. Hallo, Chat. Ah, so ein Ding ist das.
Alle möglichen Fische. Auch Deviat. Ich habe Seetang gefunden. Ist doch easy. Bossfight, ein gleich irgendwas Seltenes, gleich flexen bei den Anglern, genau. Deviat nicht. Mit Deviat habe ich mal meinen Cash gemacht im WoW. Ne, ich habe den Account extra gemacht, weil bei meinem Main-Account mein richtiger Name komplett drin steht. Also der Account-Name ist mein richtiger Name. Und das will ich nicht unbedingt im Stream zeigen, falls ich WoW mal spiele und das Game crasht oder so. Das habe ich mir neu gemacht. Hä? Keine Ahnung, der kann das auf jeden Fall, hat der Warm mit außen, kann uns nicht sehen. Ah, gut. Classic habe ich über Nacht meine Neffen angelassen, wenn ich gepennt habe und dann alles verkauft. Boah, das tut weh. Ja, könntest du dann auch immer seinen Bruder spielen lassen. Mein Bruder hat mich spielen lassen, als ich so 13 war. Ne, ich meine jetzt in Vanilla Classic. Also im neuen Classic. Ach so, ja. Auch, der hat auf meinem Account auch mitgespielt. Das sind aber lange 20 Minuten, das stimmt. Wir gehen jetzt hier auch jetzt rein, dann gehen wir in eine GTA-Pommes. Alle diese süchtigen GTA-Pommes. Ja, ab in eine Pommes. Ah, so ein Ding ist das. Direkt raus da. Eine von der Pharma-Collegion, von der Frosty. Wie, du hast Bruder? Ich hab einen älteren Bruder. Was machst du, Rauch? Mach die... Ja, meine ich doch. Ich hab Duftkerzen gemacht, sorry. Hey, hier raucht doch keiner. Das ist eine gute Idee, Duftkerze. Duftkerze. Wir supporten hier kein Nikotin. War ekelhaft, Junge. Geh mal wirklich zum Arzt, Alter. Das hat sich ja, was soll ich denn machen? Ja, geh hin und lass mir deine Lunge röntgen oder so. Ja. Junge. Was soll ich denn machen, sagt er? Was soll ich denn machen, sagt er? Dass du überhaupt nur Luft bekommst. Kannst du richtig tief einatmen? Geht das noch? Mach mal. Ja. Mach mal. Aber das röchelt dann immer so. Das röchelt dann immer so. Ja, oh mein Gott. Hör auf zu rauchen, Junge. Atme mal richtig tief ein. Ja, das hörst du nicht. Ja, oder? Bah, stinkt das. Hört ihr das? Gibt dir eine Pfeife, das bisschen Wasser noch durchkommt an Luft. Du kannst bestimmt auch nachts nicht schlafen, weil immer, wenn du atmest, das so pfeift. Ne? Weiß ich nicht, ich schlafe. So ein ekelhafter. Meine Schlaf-App sagt immer, ich habe 99% guten Schlaf. Ja, ja, weil du keinen Mucks mehr von dir gibst. Bist du wenig Sauerstoff, dass du dich nicht. Nee, die sagt doch, ich schnarch anderthalb Stunden in der Nacht. Also Hecki. Ich habe mir das einmal angehört, ich schnarch wirklich in der Nacht. Gut. Geh zum Arzt, Mann. Jo. Und hör auf mit den dreckigen Duftkerzen. Ja, widerlich. Benutze die vernünftige. Da kommt der Evo mit seinem Shop-Mount. Ah, so ein Ding ist er. Der Poser, bei der 20 Euro. Jut, ich bin in der Pommes, ne? Da, der hat den rausgeholt, ne? Ah, das Stöckchen. Weg mit ihm. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, wenn ich mit 20 Leuten auf einen Rauch springe. Das ist doch fast wie ein GTA-RP, Mann. Da gibt's Brettchen. Was passiert denn hier? Alle aufhören zu rauchen. Genau, dann könnt ihr euch eure AMD-Prozessoren kaufen. Komm, der hat nicht so viel Gier. Lädt immer noch auf. Da habe ich vielleicht eine Chance oder der one-hittet mich. Das hat nicht der hat geshadowstepped, um mir selbst zu geben.
Evo kriegt gerade übrigens auf die Fresse, ne? Ja, wovon hast du jetzt auf die Nase gekriegt, Evo? Ach, der ist ja gar nicht im Channel. Kick. Aua. Ich glaube, die wollen auch mal nicht hier rumstehen. Ich hab einfach kein Gear, Alter. Jetzt werde ich sterben. Jetzt kommt ein Ali von hinten. Doch nicht. Ich log jetzt aus. WoW ist nicht mehr mein Spiel. Jut. Ich hab verloren. Ja, ich weiß, dass der Broken Sin ist. Oder ich hab gar kein Gear. So, ich bedanke mich. Ja, gerne, gerne. Ich muss jetzt aber in der Dingspommes. Ja, ja, ich wünsche dir und euch und allen viel Spaß. Bis später. Und benehmt euch in der Chatpommes, ohne. Je. Frisst mich, das liebe Jammer. Ist mir der Channel, Mann. Nicht blind? Hast du der Challenge Monster? Ja, ja, hab ich auch. Aber nur auf dem Mage. Die Waffen auch. Steam ist an, let's go up in eine GTA-Pommes. Hab leider Mage Tower verplant, hab ich ja auch. Hab ich gar nichts gemacht. Ich hätte gerne Mage Tower Skin geholt für Druiden, aber. Da habe ich halt nicht aktiv gezockt, außer am Ende der Season Arena. Was geht, Veritas? Hatten wir Mr. TD, hatten wir, glaube ich, weiß nicht. Dankeschön, Mr. TD, danke für den Resub im 21. Lore, dankeschön für den Resub im 37. El Capone, danke für den Prime im 22. Jintos, danke für den... Och, jetzt sag nicht, da kommt ein Update, Alter. El Capone, danke für den Prime im 22. Kussi zurück. Jindos, danke für den Resub im 3. Pyro, danke für den Prime im 10. OnlyG, danke für den Resub im 13. Two-Face, danke für den Resub im 3. Dajo Zock, danke für den Resub im 13. Sniperwolf, danke schön für den Sub und Herz überkommen. Klanga, danke für den Resub im 25. Und Caddy in Farbe, danke für den Prime im 2. Auch wenn es von Twitch ist, was? Das kann auf gar keinen Fall eine Lizenz haben, Bruder. Sonst wäre der da nicht drin. Das Lied. Und jetzt Sanja, dankeschön für den Prime 10. Ich glaube, Twitch backt rum. Warum? Was passiert? Das ist aber nicht die Twitch-Musik, das ist Prezel Rocks. Das ist nochmal was ganz anderes. WoW bald Main Game. Hallo, Motherfucker. Wer weiß?